Und schon wieder Thron der Gezeiten. Wird langsam eigentlich mal Zeit, dass wir Vortex-Gipfel und Steinerner Kern mal kommen. Level 81 sind wir ja alle, oder? Jo. 81 bin ich. Das typische Phänomen. Was war das denn? Hm? Was sind das für eine Bubble? Achso, die absorbiert nur eine Menge Heilung, die machen die Mobs hier. Achso. Ey, der Aufzug ist ja mal da. Könntest eigentlich noch mal Mark buffen. Stimmt. Schon lange her, dass ich mal was Sinnvolles buffen kann. Ja, ich habe mittlerweile auch meinen Segen der Macht für mehr Meisterschaft. Oh, ein Todesritter? Ja, wir haben einen Todesritter. Wir haben einen Todesritter in der Gruppe. Cool. Es heutzutage noch jemanden gibt, der Todesritter und sich einen Todesritter hochspielt. Hm. Warum nicht? Nicht, dass Todesritter schlecht sind, sondern dass die meisten schon eigentlich schon einen Todesritter haben. So kommt mir jedenfalls schon so vor, dass die meisten schon mindestens einen Todesritter haben. Man muss es ja nicht bei einem lassen, man kann sich auch noch einen zweiten holen. Ja, stimmt schon. Und gerade so in dieser Phase vom Spiel, wo wieder vielen Leuten einfach langweilig ist und sich noch den x-ten Twink hochspielen. Ja, das ist mir aufgefallen, als ich letztens den Paladin Twink hochgespielt habe. Wie viele Leute sich gerade einen Twink hochspielen. Bis Trainer und dann sich halt hochequippen. So. Guter Crit. Guter Crit. Gehen wir da aus der Fütter raus. So, dann sind wir mal wieder bei der guten alten Lady Nasha. Mhm. Ihr
unsere Pläne eingemischt, Sterbliche! Gut, das ist. Also erst die ganze Zeit Schaden machen. Chrissy, du solltest da raus. Was du nicht sagst. Ja, nu. Wir brauchen einen neuen Timmy. Hey, das ist automatisch endet das Video. Ja, da gibt's irgendwo eine Option bei DBM, wo man das mal einstellen kann, dass man jedes Video nur noch einmal abspielen lassen soll. Mich kriegst du nicht mit deinem blöden Spalt. Ich glaube, heute ist loot-technisch Charmi-Tag. So viel Kette und Zeug, wie hier schon droppt. Ja, das heißt, eine Brust, das ist jetzt egal. Gerade der Loot, den wir bis jetzt kommen haben, der ist höher als aktuell unser Erbstück, gell? Der Loot ist 300 bis 308 und was wir als Erbstücke sind momentan 279. Die wollen das Bonusziel auslassen. Ja, komm, tu mir in den Gefallen. Ja. Auch wenn es Loot gibt. Ich renne ein bisschen durch, weil sonst spawnen hier endlos die Mobs nach. Ich bring noch ein bisschen was mit. Nee, ich hab Akku. Meine Fresse. Was ist denn das? Ich hatte den Finger schon auf der Handauflegung. Was war denn das jetzt? Ich glaube, zu viele Mobs. Ach ja, toll.
Na gut, der Friedhof ist direkt im Eingang, das ist praktisch. Weißt du, was mich ein bisschen stört? Es gibt zwar solche Situationen, aber es gibt ja eigentlich viel zu selten Situationen, wo ich einen Heil-CD zünden muss. Weil wenn die Situation dann kommt, dann vergesse ich, dass ich sowas besitze. Also ich hätte jetzt Bäumchen und Geflassenheit machen können, zum Beispiel. Zusammen. So, ich hätte meine Heil-CDs in der Situation schon gezogen. Du bist nicht ich. Ich bin nicht du. Das solltest du doch inzwischen mal verstanden haben. Wenn ich sage, ich vergesse das immer, heißt das nicht, dass du das immer vergisst. Ja. Chrissy streitet sich hier mit unseren Randoms. Was heißt hier streiten? Das ist immer... Wieso muss ich immer auf solche Vollidioten treffen? Reicht es, wenn ich in der Arbeit schon immer so Trottel vor mir hab? Yo. Bei den Explosionen hat die Gelassenheit alleine nicht gereicht. Da bin ich noch Aggro von einem. Was ist denn mit dieser komischen, mit der Magierin? Da ist sie doch. Oder? Wo ist die? Geistreich lassen und reingelaufen. Was kann man machen, damit man nicht so viel Schaden bei diesem Trash bekommt? Die Großen ein bisschen schneller wegfokussen. Die Reinigung des Wassers wird sicherlich einigen Schmutz aufwirbeln. Seht euch vor! Stoned. Na komm, dann mit dem Infernal. Müsstest doch eigentlich mittlerweile auch die Doomguard haben, oder? Klar, aber der war jetzt lustiger. Ich mein, stoned. Okay, der ist immun gegen Stun. Und dann AFK rumsteht, solche Hand der Livia. Wo ist er denn? Da ist er doch. Ah, cool, mein Skada ignoriert ihn. Ah, Edzer taucht da auf.
ist, geh ich zurück. Das Wasser darf nicht verschmutzt werden. Dürfen wir das Ding jetzt angreifen? Ach, noch nicht. Wir sind erst Phase 2. In Phase 3 dürfen wir das Ding weghauen. Ein riesengroßer, fetter Teddybär. Was? Hey, riesengroße Miezekatze. Was ist das denn für eine... Da hast du ein schönes Heiler-Trinket für dich. Bitter bestimmt drauf gewürfelt. Wegen Pet-Heal-Equipment. 15 Crit. 21. 21, 5, 12. 21. Ah, gut, das ist ausgeglichen, dass ich sie schon habe. Na gut. Vielleicht. Oder der Magier wirft mit drauf. Der Magier hat's gewonnen. Oh. Die kannst du aber nicht sagen. Ja, aber Wille ist für jeden gut. Hier nicht mehr, ne? Aber auf Classic ist es noch so. Wille ist für jeden gut. Verstehe ich, akzeptiere ich, ist trotzdem scheiße. Sagen wir so, er ist zumindest nicht nutzlos.